schließlich etwas für Nachtclub-Tänzerinnen. Doch die Zeiten ändern sich. Mittlerweile ist Pole Dance, wie der Tanz auch an der Stange auch heißt, ein Fitnesstrend. Und zwar ein ziemlich anspruchsvoller. Bei der Sportart gibt es auch Meisterschaften. Und die Deutsche, die fanden jetzt gerade wieder statt. Und zwar hat mein heutiger Gast Sandra Jung den Siegertitel nach Mainz geholt. Pole Dance, das ist Hochleistungssport und vollkommene Körperbeherrschung. Sandra Jung aus Mainz hat all das. Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft und Kreativität. Die Technik hat sich die 36-jährige Sportwissenschaftlerin selbst beigebracht. Sie ist immer bei der Stange geblieben und hat hart trainiert. Bei der deutschen Polsport-Meisterschaft wurde Sandra Jung dafür jetzt mit dem ersten Platz belohnt. Wahnsinn, wie beeindruckend das ist. Ich freue mich sehr, dass Sandra Jung heute mein Gast ist. Guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich auch, hier zu sein. Wie viele Stunden am Tag muss man trainieren, um sowas hinzukriegen? Das ist jetzt pauschal schwierig zu beantworten. Also ich trainiere täglich, da ich ja auch Pole Dance Kurse gebe, auch jeden Tag. Eigenes Training mache ich, kommt natürlich darauf an, ob ein Wettkampf ansteht oder nicht. Wenn keiner ansteht, dann entspannt 2-3 Mal die Woche. Ansonsten, wenn Wettkampf ansteht, dann jeden Tag, ja. Aber Sie haben auch kein Gramm Fett an sich, oder? Das macht die Sache ein bisschen einfacher, ja, natürlich. Je weniger ich heben muss, desto leichter ist es. Wie sind Sie zum Pole Dance gekommen? Das ist ja schon was Ungewöhnliches, immer noch. Also bei mir hat es eigentlich ganz gut in die Karriere, sage ich mal, gepasst, was meine Sportarten angeht. Ich habe angefangen mit Tanzen als Teenager, so Standard Latein, bin dann darüber zum Rock'n'Roll gekommen. Und übers Rock'n'Roll dann, da fand ich die Akrobatik besonders faszinierend und habe dann an der Uni in Mainz eine reine Akrobatikgruppe gefunden. Und das fand ich dann ganz toll und habe es 10 Jahre lang ganz intensiv gemacht. Ja, und dann gab es irgendwann mal in einer Nachbarstadt einen Pole-Dance-Kurs und das war dann so die ganz typische Aktion, hey, beste Freundin, du und ich, wir machen das jetzt mal. Mhm. Und dann bin ich da hängen geblieben. Was ist das Besondere am Pole-Dance? Das ist ja mittlerweile tatsächlich ein Trend. Viele junge Frauen machen es. Mittlerweile kann man ja auch Meisterschaften besuchen. Also für mich ist das Besondere am Pole Dance einfach die Vielseitigkeit. Das ist ein Sport, der irgendwie alles in sich vereint. Sowohl Kraftanforderungen als auch Flexibilität ist sehr wichtig. Dann auch Koordination, dass man einfach irgendwie mitdenken muss, ja, und nicht nur stur irgendwie wie an einem Fitnessgerät irgendwie immer dasselbe wieder macht und wieder macht, sondern ja, man muss eben auf jedes kleine Detail achten und dann eben noch diese tänzerische Komponente, was das Ganze so elegant und fließend macht. Und das ist auch für den Zuschauer eben am Ende auch sehr schön zu sehen, wie leicht das alles aussieht. Mhm. Ist es natürlich nicht, aber das ist so die Herausforderung dabei, dass man was Schweres leicht aussehen lässt. Aber das so gut zu machen wie Sie, dazu gehört doch sicherlich auch noch ein anderes Training. Also machen Sie Muskeltraining oder was muss man da noch parallel machen? Ich gebe zu, ich mache sonst eigentlich fast nichts. Also ich gebe eben meine Kurse, das hält mich fit. Und klar, wenn jetzt Wettkampf ansteht, dann mache ich auch noch ein bisschen Krafttraining, aber alles nur mit der Stange. Worauf kommt es bei so einem Wettbewerb an, also bei einer Meisterschaft? Was wird da gezählt? Wie werden da Punkte verteilt? Okay, das ist ein sehr weites Feld. Also es gibt einen Code of Points, der ist so dick, ein dickes Buch. Das möchte ich jetzt nicht alles erzählen, aber im Großen und Ganzen muss man 4 Minuten eben eine Show zeigen. Die muss an 2 Stangen stattfinden. Die eine ist fest. Und die andere dreht sich mit und man hat 11 Pflichtelemente, 4 Flexibilitätselemente, 4 Kraftelemente, dann noch was mit Heben und noch Spins an der Static und an der Spinning Pole. Okay. Genau, und dann muss man natürlich versuchen, das Ganze ja eben fließend zu machen, versuchen noch ein bisschen Bonuspunkte rauszuholen, das ist vielleicht was Dynamisches und eben schön tanzen dazu und natürlich auch immer lächeln, guten Ausdruck, das wird auch mit bewertet. Wie groß und stark war jetzt die Konkurrenz bei der Meisterschaft? Dieses Jahr leider nicht so groß. Letztes Jahr hatten wir in meiner Klasse ein paar mehr. Dieses Jahr waren es ein bisschen weniger, aber das ist auch jedes Jahr unterschiedlich und auch je nach Klasse unterschiedlich. Jetzt bei mir in der höchsten Leistungsklasse, ich weiß nicht, trauen sich vielleicht nicht so viele rein. Also ich hoffe, dass es mehr wird. Was heißt höchste Leistungsklasse? Ja, also es ist eine Unterteilung in Amateur, Professional und Elite. Und da sind natürlich auch die Anforderungen unterschiedlich, ne? Also im Code of Points sind die Pflichtelemente
quasi unterteilt in, also unterschiedlich bepunktet. 0,1 bis 1,0. 0,1 ist das leichteste und 1,0 das schwierigste. Und die Amateure machen eben 0,1 bis 0,5 Schwierigkeit, die Professionals 0,3 bis 0,8 und die Elite 0,5 bis 1,0. Oh mein Gott, also es ist halt tatsächlich das, was man so unter Stangentanz so herkömmlicherweise versteht, irgendwo im Rotlichtmilieu überhaupt nichts mehr zu tun. Aber kriegen Sie trotzdem manches Mal dumme Kommentare, wenn Sie sagen, Sie machen Stangentanz? Eigentlich gar nicht mehr, nee. Ich glaube, es hat sich so langsam ein bisschen rumgesprochen, dass das mit Rotlichtmilieu gar nichts zu tun hat. Mhm. Wer kommt denn so in Ihre Kurse? Sind das vor allem junge Frauen oder ist das auch was für Ältere? Kommen auch Männer? Also es ist tatsächlich sehr gemischt. Ich habe schon mal einen Kids-Pole-Kurs gehabt für 6- bis 10-Jährige, total goldig. Und dann habe ich ein paar Teenager in den Kursen. Der große Anteil sind natürlich junge Frauen, das ist richtig, so zwischen Mitte 20, Mitte 30, sage ich mal. Und dann habe ich aber auch wirklich starke Ü40-Frauen mit dabei. Faszinierend. Ja. Männer leider noch nicht so viele in meinem Studium momentan, aber es gibt auch Männer, die Pole Dance machen. Okay, vielleicht kommen ja jetzt noch ein paar. Und Sie sind ja jetzt schon wieder in der Vorbereitung für die Europameisterschaft? Nee, oder es geht tatsächlich direkt auf die Weltmeisterschaft. Von der Deutschen Meisterschaft in die Weltmeisterschaft Mitte Juli in Spanien? Ganz richtig. Was erhoffen Sie sich da? Olympischer Gedanke, dabei sein ist alles. Ja, also da kommen von der ganzen Welt einfach die allerbesten Pole-Dancerinnen zusammen. Meine Kür ist nicht schlecht. Wenn sie gut läuft, werde ich nicht Letzte. Aber ich freue mich einfach, dabei sein zu können. Das ist schon eine große Ehre an sich. Drücken wir ganz, ganz fest die Daumen. Freue mich sehr, dass Sie heute mal ein Gast waren. Herzlichen Dank, Sandra Jung. Viel Erfolg weiterhin.